Ahoi, Ninjas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch die besten Schiffsbild für Anfänger und Profis zeigen, wenn es um das Plündern von Festungen geht. Am Ende werde ich euch auch mein bevorzugtes Bild vorstellen und erklären, warum ich es für das absolut Beste halte. Zuerst möchte ich euch die Palivakan vorstellen. Ich habe sie nur bis Stufe 9 ausgerüstet, um ein vergleichbares Schiffslevel für Anfänger darzustellen. An allen Seiten haben wir die Brandbombarden der Stufe 2 als Waffen und als Deck einen Mörser der Stufe 3. Ein Mörser der Stufe 1 oder 2 ist vollkommen ausreichend. Wir nutzen den Mörser hauptsächlich, um gegnerische Schiffe mit dem Markierungsdebuff unserer Ausguckstation zu belegen. Die Ausguckstation bekommt ihr relativ früh in der Hauptstory und ist somit für jeden schnell zugänglich. Eine weitere wichtige Ausrüstung ist der explosive Bottich, dessen Plan ihr in der Kili-Lavar-Kammer findet und dessen Herstellung extrem günstig ist. Außerdem erhöhen wir den elementaren Brandbombenschaden um weitere 19% durch die Bombardenwerkstatt. Den Plan für die Werkstatt und die Bombarden der Stufe 2 gibt es in Fort Louise bei einem korrupten Offizier direkt am Strand. Die gesamte Ausrüstung der Palivakan von allen folgenden Schiffen findet ihr als Bilddatei in der Beschreibung. Angekommen beim Fort unserer Wahl, in diesem Fall Fort Lys, greifen wir die Festung aus mindestens 320 Metern an. Dies sorgt, dass der Markierungsdebuff der Ausrüstungsstation ausgelöst wird. Visuell dargestellt wird das Ganze mit einem Totenkopf. Jetzt erhalten Ziele 100% mehr Schaden gegen Schwachstellen. Jetzt erhalten Ziele 100% mehr Schaden gegen ihre Schwachstellen. Genau aus diesem Grund haben wir ausschließlich Waffen mit einer hohen Reichweite dabei. Sobald die Festung schutzlos ist, müssen wir uns nur noch um ihre Verstärkung kümmern. Nutzt euren Mörser, um die Gegner frühzeitig mit dem negativen Schadenseffekt der Ausguckstation zu belegen. Zudem nutze ich die Mörser-Zielvorrichtung, um nie den Überblick über das Schlachtfeld zu verlieren. Jetzt zu einem richtigen Monster, der Schnau, in der Unsterblichkeitsvariante. Endlos tanken und dabei Schaden verursachen? Das geht, ihr benötigt nur den Wassertank. Er kostet euch zwar ein paar Achtermünzen, aber den Kauf werdet ihr definitiv nicht bereuen. Der Wassertank erhöht eure Ausdauerregeneration um 20%. Zudem ist euer Ausdauerverbrauch, während ihr in Deckung seid, um 50% verringert. Die Schnau hat ein Schild von 25.000 und kann davon 4% pro Sekunde regenerieren, solange ihr blockt. Dadurch sind wir nahezu unbesiegbar. Im Gegensatz zur Palivakan lassen wir die Fortverteidigung in Ruhe und konzentrieren uns nur auf die ankommenden Schiffe und versenken sie rasch mit unseren Bombarden und Samasamas. Die besten Bombarden für diese Aufgabe ist die Dardanellen-Artillerie, um möglichst schnell zu schießen und anschließend direkt wieder zu blocken. Ich persönlich habe die Orobos als Panzerung gewählt, aber der Schwarze Prinz oder der königliche Verwalter sind ebenfalls Top-Optionen. Ihr wollt aber auch die niederländischen Festungen einreißen? Die Palivakan kann man dafür noch weiter ausrüsten. Zudem bewirkt ihr Effekt, dass alle Waffen 50% mehr Schaden an Befestigungen anrichten. Allerdings hält sie nicht besonders viel aus. In Gruppen habe ich die Palivakan mit der folgenden Bewaffnung bereits gespielt, aber alleine ist es mir einfach zu unsicher. Genau aus diesem Grund nutze ich auch für dieses Bild eine Schnau. Ich habe sie mir sogar zweimal gebaut und direkt ausgerüstet, um sie immer einsatzbereit zu haben. Vorne am Bug nutze ich die Doppelwindenballista und an den Seiten Samasamas und am Heck Skolaks langen Neuner. Die Samasamas kann man auch durch Bombarden ersetzen. Mit der Doppelwindenballista löse ich, wie auch bei der Palivakan, den Effekt der Ausguckstation aus und dadurch verursache ich massiven Schaden an Schwachstellen. Der wird weiter erhöht durch den explosiven Bottich und der Ballistenwerkstatt.
Die Brandbomben der Stufe 3 haben zusätzlich den Vorteil, den Brandeffekt an gegnerischen Schiffen auslösen zu können. Eine gute Alternative sind natürlich wie üblich die Dardanellenartillerie, aber die ist nicht notwendig. Für die Deckbewaffnung habe ich mich für das chinesische Feuer entschieden. Dieses verursacht 50% erhöhten Schaden an Gebäuden. Der Schaden der Partywagen ist nochmal um einiges erhöht, allerdings nutze ich sie nur gegen kleine Forts wie Fort Lys oder Harimaum oder wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin. Wenn ihr die Samasamas nutzt, erledigt ihr die gegnerische Unterstützung binnen Sekunden. Auch hier könnt ihr vorher mit der Ballista oder Skolax Lang 9er am Heck gegnerische Schiffe mit den Effekt der Ausguckstation belegen. So machen eure Samasamas noch mehr Schaden. Ergebt euch doch! Mein absolutes Lieblingsschiff für Solo-Forts ist die Schnau als Tank. Ich stehe einfach auf die Unsterblichkeit. Vor allem gegen Fort Premi, Grand Fort oder der Osten. Obwohl die Osten seit Patch 1.3 doch etwas zu viel für meine Schnau ist. Noch lieber nutze ich allerdings meine Barke. Meine neue Flottenzerstörerin. Sie verursacht tatsächlich noch mehr Schaden als meine Sambuke. Zudem ist die Barke schneller und hält mehr aus. Meine Barke zeige ich euch allerdings erst im nächsten Video. Welches Bild werdet ihr testen? Oder habt ihr tatsächlich noch was Besseres für eine Fortplünderung gefunden? Sagt es mir in den Kommentaren. Wenn ihr schon dabei seid, dann lasst doch bitte ein Abo und ein Like, um meine Barke und alle kommenden Videos nicht zu verpassen. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the champions.